neuer Tag im Paradies. Guck dir das Wetter an, ey. Das ist schon wieder keine Wolke. Am 2. Juni 2016, Donnerstag. Bin noch gar nicht dazu gekommen, die ganzen Fotos von Glen Helen von gestern zu sortieren. Da waren einige richtig gute dabei. Ich habe erst nur die schlechten gelöscht. Das ist ein wertvoller Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr bei Sportveranstaltungen oder anderen Veranstaltungen, wo ihr richtig viele Bilder macht, wo naturgemäß viel Ausschuss dabei ist, dann löscht die schlechten schon direkt auf der Kamera, wenn ihr gerade nichts zu tun habt. Das spart unheimlich viel Zeit. Jetzt machen wir heute mal den Pitwalk, also laufen ein bisschen durch die Box und gehen dann tatsächlich nochmal zum Driftstand. Eine Chance kriegen sie noch. Wenn sie dann keine Kamera haben, dann bestelle ich mir einfach eine. Wenn die dann Müll ist, dann kann ich die so lange zurückschicken, bis ich eine gut bekomme. Ja, weil das gestern ein bisschen zu knapp war, sind wir nicht mehr zum Lexi Wheel. Das werden wir dann heute machen, nach dem Pitwalk. Das ist so ein riesengroßes rotes Rad, was im Berg steht und sich dreht, aber ich habe keine Ahnung, was das macht. Meine Freundin konnte es mir auch nicht sagen. Aber das werden wir dann schon rausfinden, wenn wir da sind. Heute hatte ich zum ersten Mal in Erwägung gezogen, mich zu rasieren. Das war aber direkt nach dem Aufstehen. Nach dem Duschen sah es dann nicht mehr so schrecklich aus. Oh, da walkt schon wieder einer. Meine Fresse, das sieht so ungesund aus. Ich glaube, das war derselbe Typ wie vorgestern, nur in einem anderen Hemdchen. Und hier siehst du so viele Leute mit Kameras. Das ist Wahnsinn. Locker 20% mit Kameras auf dem Kopf. Hauptsächlich GoPros, aber auch kaum weniger Drifts. Also die Drifts, die verkaufen sich trotzdem ganz gut. Obwohl die nicht so krass umworben sind wie die GoPros. Ja, hier auf der Insel grüßt man sich nicht. Zumindest nicht zur TT. Weil da sind so viele Motorräder unterwegs die ganze Zeit. Dann kommst du gar nicht mehr zum geradeausfahren. Da bist du nur am Grüßen die ganze Zeit. Ich muss sagen, was mir auffällt, dadurch, dass wir jeden Tag mal Motorrad fahren, meine Kurvenlinie ist sehr, sehr, sehr stabil. Also einmal angepeilt und dann bleibt es einfach so. Es wird dann irgendwann so natürlich, so flüssig. Jetzt ist Donnerstag, das heißt, wir haben jetzt noch 8 Tage, wobei am Freitag fahren wir schon ziemlich früh mit der Fähre. Also eigentlich noch eine Woche. Jetzt haben wir schon fast eine Woche hier. Es geht hier so schnell rum. Und auch wenn du beim Training bist, bist du dann für mindestens 3 Stunden bist du dann ja an einen Ort gebunden, weil die Straße gesperrt ist. Normalerweise bist du dann noch 1 Stunde vorher da und dann dauert es normalerweise noch 1/2 Stunde, bis die Straße wirklich frei ist, bis du dann wirklich da fahren darfst. Also bist du dann so 4,5, 5 Stunden, manchmal sogar noch länger da. Und die Zeit verfliegt einfach, das ist Wahnsinn. Und der Eindruck, den ich habe, obwohl die Insel hier viel kleiner ist als der ganze Bereich Südengland, gibt es hier irgendwie viel mehr zu entdecken. Also da ist so viel auf dieser kleinen Insel, das ist der Hammer. Ich habe es gestern schon meiner Freundin gesagt, die Insel, die hat schon so eine richtig schöne GTA 5 Größe. Das dauert nicht zu lang, um von einer Ecke zur anderen zu fahren. Und dazwischen hast du halt so viele Sachen, die einfach nur nah dran sind. Das ist voll gut. Dann gibt es hier auch noch ein paar Schlösschen und allerhand Sehenswürdigkeiten. Irgend so ein Schloss wollen wir uns noch angucken. Ich glaube, Peel Castle war es. Heute gehen wir zu Gooseneck. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Das ist so eine S-Kurve. Und ab dort geht es dann auf die Mountain Section. Naja, jetzt habe ich hier den Zebrastreifen ignoriert. Die war aber auch gut getarnt in ihrem knallpinken T-Shirt. Pulli. Ja, das können wir leider nicht mitnehmen. Ich denke mal, am Wochenende werden ganz schön viele Leute hier rüberkommen. Da hat Wehrmann an Seen. Ich weiß gar nicht, wann der erste Race Day ist. Ich glaube, am Dienstag oder so. Jetzt sind wir wieder ein schöner Anblick hier runter. Wenn wir nach Deutschland umziehen, dann muss meine Freundin den DB-Killer verbauen bei dem Motorrad. Da freut sie sich schon nicht drauf, ey. Ich meine, die ist eh schon nicht laut, ja. Ich weiß gar nicht, ob man die dann mit DB-Killer noch hört. Aber wie teuer das Ding ist, ne? Ich habe 2 Tage lang gesucht, bis ich da mal einen Shop gefunden habe, der das Ding einzeln verkauft. Und jetzt haltet euch fest, das kostet 50 Pfund. 50 Pfund? Das sind ungefähr 70 Euro. Für so ein blödes Stück Metall. Das ist doch ein absoluter Witz, ey. Ich meine, sie hat die Maschine aus einem Geschäft gekauft. Und ich glaube, die war nicht neu. Das heißt, entweder hat der Laden den DB-Killer verschludert oder der Vorbesitzer.
und dafür dann 50 Pfund abdrücken. Das ist krass. Weil irgendjemand meint hier in England, oh, die B-Killer, die brauche ich doch eh nicht. Naja, denkst du? Hättest du mal gewusst, wo dein Motorrad mal landet? Das ist ja auch ein interessantes Bewässerungsgerät, der Typ da oben. Das ist einfach nur eine lange Stange. Oh Mann, ey. Dass er nicht in den Blumen trampelt. Hättest du doch dreimal fahren können, meine Fresse, ey. Record on this.